Damen und Herren, Sie können langsam Platz nehmen, wo Stühle sind. Es ist mittlerweile so, dass Sie sich nicht alle hier in diesem Raum versammeln müssen, denn durch unsere sehr gute Mikrofonanlage, installiert von der Firma Kronenbrock, der Bernd Kronenbrock, hat eben gerade noch das Mikrofon eingestellt. Dafür nochmal recht herzlichen Dank. Also insofern können unsere Besucher in allen Räumlichkeiten sehr gut hören, wenn sie auch nicht alles gut sehen können, aber zumindest man ist dabei. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste unseres Malkastens und liebe Mitglieder des Malkastens, seien Sie heute hier herzlich gegrüßt hier bei unserer Frühjahrsausstellung. Ich will das immer wieder erwähnen, wir als Malkasten bestehen jetzt 36 Jahre, die Presse fragt mich, ich darf die Presse herzlich begrüßen. 36 Jahre bestehen wir, gegründet damals aus einer Inselarbeitsgemeinschaft heraus, Frau Dr. Strauch weiß das noch, wo sie damals eben noch nicht die Leiterin war. Aus dieser Arbeitsgemeinschaft hat sich dann der Malkasten entwickelt und seit 31 Jahren sind wir hier drin. Wir haben vorher ja die gesamten Jubiläen gehabt, 35 Jahre bestehen, 30 Jahre hier, damals mit Eckerland hier eingeweiht, die Räumlichkeiten für unseren Malkasten, das Atelier, und im Dezember unsere 30. Weihnachtsausstellung. In diesem Jahr müssen wir uns mit so krümeligen Zahlen befassen. Erst wieder in 4 Jahren dürfen wir dann wieder, sagen wir mal, Jubiläen oder sowas feiern. Also seien Sie herzlich zu unserer Ausstellung gegrüßt. Gut auch, vielleicht sogar ein bisschen rechnerisch heute, dass doch viele sonst einen Ausflug gemacht hätten, die heute zu uns gekommen sind. Also recht herzlichen Dank für Ihr Kommen. Unsere Ausstellung heißt heute Ansicht und Aussicht. Ich darf vielleicht sagen, neben den etwa 40 Bildern, die hier ausgestellt sind von 18 Künstlern, haben wir heute auch eine Gastausstellung in den Vitrinen. Eben durch unsere Pressearbeit, und da muss ich nochmal der Maler Zeitung recht herzlich danken, die unsere Arbeit sehr gut begleitet, und da freuen wir uns immer. Und nach der Presseveröffentlichung im Februar haben sich dann auch Gruppen gebildet, haben sich Gruppen bei uns gemeldet, die Musikgemeinschaft und auch eine Frau Tschubak, die heute hier in den Vitrinen Glasperlen, Ketten und so weiter ausstellt. Diese Glasperlen fertigt sie selber. Sie brennt sie und daraus entwickelt sie dann diese Ketten, Anhänger und so weiter. Also auch da seien Sie gerne darauf hingewiesen, also Frau Tschubak, recht herzlichen Dank, dass Sie heute uns mit bei uns ausstellen. Ja, dann darf ich natürlich besonders heute begrüßen die Leiterin der Insel, Frau Dr. Ja. Renate Strauch. Ja, Renate, sehr herzlich begrüßt. Beim letzten Mal ist ja leider eine starke Erkrankung dazugekommen, was mich im Dezember bei der Weihnachtsausstellung so ein bisschen in Bedulie gebracht hatte. Aber gegen Krankheit kann man nicht, deswegen unser herzlicher, dein frisches Lachen, sei gegrüßt heute bei uns. Du warst ja wirklich auch schon öfter hier. Und du bist uns immer ein sehr lieber und gern gesehener Gast hier bei uns. Dankeschön. Leider, aber das hat nichts damit zu tun, dass du nicht weiter als Gast gerne gesehen bist, scheidest du ja Ende des Jahres dann als Inselleiterin aus. Und wir sind gespannt, wie dann mal die Nachfolge sich entwickelt wird, die wir dann auch immer, Mann oder Frau, dann immer gerne auch wieder hier zu uns natürlich einladen werden. Also sei herzlich gegrüßt. Dankeschön. Ja, darf also auch mich noch hier, oder darf herzlich begrüßen auch heute einige, wie man das so schön sagt, Prominente aus der Politik. Da ist einmal Rüdiger Schmerzler als stellvertretender Bürgermeister. Du warst auch schon hier, hast auch schon eröffnet hier, herzlichen Dank. Dann der Fraktionsvorsitzende der CDU und gleichzeitig, deswegen freue ich mich, dass er jetzt auch mal hier jetzt ist in der bei unserer Ausstellung, als Kulturvorsitzender, freue mich, dass du da bist, Karl-Heinz, herzlich gegrüßt. Dann sind auch noch weitere Gäste, zumindest die ich gesehen habe, aus der Politik da. Frau Krehut habe ich gesehen hier. Hier, Herr Schönfeld natürlich auch hier. Und den habe ich noch. Eigentlich habe ich sonst von der Politik sonst keinen. Am Blick mal, wer ist da noch jemand? Ja, da habe ich eben schon begrüßt. Herr Kronenbrock, da ist mit der Familie sind wir sehr innig verbunden. Deswegen das ist auch schön so. Denn der Bernd Kronenbrock war praktisch unser zweiter Sohn schon seit, als er 17 war, mit meinem Sohn zusammen. Das darf man mal hier sagen. Also das hat sich immer gut entwickelt. Ist immer schön, wenn man solche Verbindungen auch hat. Ich sage ja nochmal, ihr Dank auch jetzt durch die
Mikrofonanlage.